Gott erobert die Welt. Nein, nicht meiner hier, sondern der von dieser Dame, Conchita Wurst. Die hat Europa, naja, fast ganz Europa im Sturm erobert mit Glamour und Radau im Europawahlkampf. Denn der war insgesamt gesehen ziemlich mau. Ich habe Martin Schulz hinter verschlossenen Türen kennengelernt. Wir sind uns zum ersten Mal in abgedunkelten Räumen begegnet. Oh la la, zu viel Information, Herr Juncker. Im europäischen Darkroom sind schmutzige Gedanken Fehlanzeige. Obwohl meine Gedanken gerade explodieren, da so viele rechtspopulistische Parteien in Europa triumphieren. In Großbritannien, Dänemark, Österreich oder Frankreich hat es sich auseuropert. Von Franzosen, für Franzosen, mit Franzosen. Wie war das gleich noch mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? Die 10 französischen Punkte, die gab's nur noch beim ESC für Conchita Wurst. Das muss dann auch reichen mit Toleranz und Gemeinschaftssinn und sowas Ekligem. Das sieht man in Russland auch so. Unsere Empörung ist grenzenlos. Das ist Europas Untergang. Nein, Europas Untergang ist neben der rechten Parteisuppe die Beschränkung der Wahlfreiheit in der Ukraine zum Beispiel. Nicht alle durften bei der Wahl dort, so wie sie wollten, den pro-russischen Kämpfern im Osten sei Dank. Neuer Präsident ist Petro Poroschenko, ein Süßwarenunternehmer. Schokolade also gegen Putins Expansionsgelüste? Putin und ich kennen uns recht gut. Toll! Ansonsten hätte ich da auch noch einen in petto, der sich in Moskau gut auskennt. Super Gysi! Einer muss den ersten Schritt gehen. Ja, Super Gysi, und du hast es nicht einfach gegen Männerseilschaften von Super Gerhard und Super Putin und Super Silvio. Doch wir glauben an dich. Ach, Sie sehen doch, ich bin doch topfit. Ja, sei froh, sonst würdest du bei Silvio Berlusconi landen. Der macht ja jetzt Sozialdienst wegen Steuerbetrugs im Altersheim. Wenn es nicht so traurig wäre für die Alten, man könnte glatt lachen. Apropos traurig. Der türkische Regierungspräsident Erdogan lässt sich im Mai gegen den Protest von Zehntausenden in Köln feiern und hat einen prima Tipp für seine Landsleute. Integration in Deutschland ja, Assimilation nein. Schon gar nicht in einem Land mit bösen Medien, die Lügen verbreiten und die Türkei schlecht machen. Ist es denn gelogen, dass Erdogan das Bergwerkunglück in Soma mit rund 300 Toten fast schon zynisch als lapidaren Arbeitsunfall runtergespielt hat? Es liegt in der Natur des Bergbaus, dass sich Unfälle ereignen. Es passieren immer wieder Unfälle, ob in Indien, China oder zuletzt Japan. Das Bergwerk sei regelmäßig kontrolliert worden. Sicherheitsmängel, Fehlanzeige. Komisch nur, dass mehrere Angestellte und Betreiber des Bergwerks festgenommen wurden. Der Vorwurf, fahrlässige Tötung. Es sollen unter anderem Rauchmelder und Schutzräume im Stollen gefehlt haben. Erdogan soll über diese Mängel informiert gewesen sein, aber nichts unternommen haben. Nee, jetzt nicht. Oh, was ich hier suche? Na, die 200.000 Tacken, das Lösegeld, das Schutzgeld, damit dem Uli im Knast auch nichts passiert. Oh nee, Uli Hoeneß, nicht schon wieder. Doch, bitte noch einmal, weil er ja jetzt bald was länger weg ist. Ich habe in den letzten Monaten etwas an mir entdeckt, was ich nie hatte. Hass. Hass auf die bösen Leute, die schuld sind, dass der Uli jetzt einfahren muss. Es werden 5 Bücher über mich geschrieben. Es wird nicht darum gehen, dass man informieren will. Nein, man will Kohle verdienen. Und das ist frevelhaft. Ja, das ist echt frevelhaft. Genauso wie Steuern zu hinterziehen. Zweitwohnungssteuern, ups, die gibt es. Das hätte mal einer sagen müssen. Dem grünen Fraktionschef Anton Hofreiter, dem SPD-Politiker Nils Annen oder auch dem CDU-Bundestagsabgeordneten Tankred Schipanski. Wussten die nämlich voll echt nicht und haben deshalb jahrelang auch nicht gezahlt. Und jetzt mal ein bisschen Weltfrieden, ne? Ein bisschen Demut für Obamas, Zitat, enge Freundin, die, Zitat, liebe Angela. Denn Obama und Angela haben sich im Rosengarten des Weißen Hauses getroffen und hatten echt voll eine schöne Zeit miteinander, ne? I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Tja, aber auch Rosen haben Dornen. Stichwort Glaubwürdigkeit der Kanzlerin. Ich sag nur, der Spion, der sie liebte. 00 Obama hat gesiegt. Agentin Merkel schweigt. Das Antispionageabkommen zwischen Deutschland und den USA rückt in ganz weite Ferne. Und als Schmankerl packt die Kanzlerin sogar noch einen obendrauf. Edward Snowden kommt nicht nach Deutschland. Toll. Friede, Freude, Diplomatiekuchen.
Das ist ein Witz. Mhm. Mhm. Merkel und Obama, das Streamteam im gemeinsamen Kampf gegen Putin und den Ukraine-Konflikt. Ach, und für die Liebe muss man eben auch mal Opfer bringen, oder? So in love. Also ich starte jetzt mit der Merkel-Diät. Paprika und Möhrchen statt Kekse und so. 10 Kilo soll unsere Kanzlerin so schon verloren haben. Das Ergebnis bei mir, das sehen Sie dann im Juni. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Tschüss.